An der Stelle ein kleines Erinnerungsvideo, denn nächste Woche findet das NDV-Event statt und ich war jetzt mal im Bugapark gewesen, habe mir die ganze Sache dort angeguckt. Der Park an sich ist wirklich sehr schön, würde sich auch für Aufnahmen super lohnen, aber dort sind viel zu wenig Pokestops. Man müsste schon außerhalb des Parks ein bisschen rumlaufen und gucken, da sieht die Sache dann schon besser aus, aber ob ich jetzt darauf Lust habe, extra den weiten Weg auf mich zu nehmen, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, ich werde mir doch überlegen, einen anderen Routenverlauf mir vorzunehmen. Vielleicht wieder das neue Palais, ich weiß es noch nicht, oder vielleicht auch mal in die Innenstadt. Der Vorteil bei der Stadt ist ja einfach der, da sind so viele Pokestops nebeneinander, dass du Straße für Straße prinzipiell nur ablaufen brauchst. Und im idealen Fall sind auch sehr viele Menschen dort, die einfach schon die Pokestops zuhauen mit Lokmodulen, dass man da ganz bequem in so Achterrunden die Straßen ablaufen kann. Dann sieht es auch nicht ganz so blöd aus. Also da lasse ich mir noch was einfallen. Wer da eine gute Route hat, darf es natürlich auch wieder gerne reinschreiben. Vielleicht bleibe ich auch hier in Babelsberg und laufe hier irgendeine Route ab. Ein paar von euch sind ja auch unterwegs. Wer also ebenfalls um 11 startet hier in Potsdam, ruhig reinschreiben. Hat ja bisher ganz gut funktioniert, mit dem sich verabreden und treffen. Und das erstmal dazu. Dann, wenn wir schon mal hier eine Folge aufnehmen, der Ultra-Bonus ist ja auch schon ein paar Tage draußen und ich habe auf ein paar anderen Videos von Spieletrend zum Beispiel schon gesehen, das hat für ein bisschen Kontroverse gesorgt. Es gibt einige Spieler, gerade die sehr aktiven, die es jetzt nicht so gut fanden, dass Mewtwo kommt und zwar für einen ganzen Monat. Für den ganzen Monat. Und das ist insofern schon blöd, weil Mewtwo war ja vorher was ganz, ganz Besonderes. Und zwar war das ein Pokémon, das man nur durch einen X-Raid bekommen konnte. Das Blöde ist bei diesen X-Raids, die haben halt eine bestimmte Zeit und wenn du zu dieser Zeit nicht kannst. Und ich weiß, es gibt ein paar, die haben da extra an ihrer Arbeitsstelle freigenommen, die Arbeit verschoben, vielleicht blau gemacht, krank gemacht, Urlaub genommen. Also da habe ich die witzigsten Stories gehört. Und wenn man das natürlich alles rückblickend gemacht hat, nur um an ein Mewtwo zu kommen, ist der Frust schon groß, dass man das jetzt hinterhergeworfen bekommt für einen ganzen Monat. Also ich wage auch zu bezweifeln, dass jeder, der da eins haben möchte, dass man da keins bekommt in diesem Monat, ist sehr unwahrscheinlich. Das wage ich wirklich zu bezweifeln, von daher Frust kann ich verstehen. Auf der anderen Seite auch nicht so schlimm. Das Gejammer ist jetzt am Anfang nur, weil man halt das Gefühl hat, man wurde betrogen. Aber denkt immer dran, Niantic freut sich natürlich, wenn ganz viele Menschen das Spiel spielen. Und gerade jetzt haben wir die Zeit, wo viele rückkehrende Spieler auf dem Markt sind, die bereit sind, auch mal ein bisschen Geld zu investieren für irgendwelche Extra-Weight-Pässe. Und da wäre Niantic schon blöd, dann diesen Zeitpunkt nicht abzupassen. Weil denen bringt es ja Kohle. Ein aktiver Spieler, der schon alles hat, den bringt ja Niantic rein, geltlich gesehen, vielleicht nicht so viel wie ein ganz großer Haufen, der gewillt ist, die Pokémon nochmal zu holen, die man vielleicht verpasst hat. Also ein Gelegenheitsspieler, dem auch die Chance zu geben, alles zu holen. Und mal ganz ehrlich, derjenige, der schon alles hat, auch ein Mewtwo schon 13 Mal besitzt, euch tut's doch nicht weh, wenn ein anderer Spieler, ein sogenannter Gelegenheitsspieler, sich jetzt auch in dem Event eins schnappt. Da ist doch nur wirklich überhaupt nichts dabei. Das mal überlegen, ob das dann wirklich so schlimm ist. Es tut natürlich dann wirklich weh, wenn man sich dann ein paar Tage freigenommen hat. Also habe ich bisher auch nicht. Mir waren die X-Raids auch relativ unwichtig, denn wenn ich arbeiten bin, bin ich arbeiten und wenn nicht, dann hole ich es mir eben. Die Welt geht da natürlich nicht unter. Und zum Vergleich, heute zum Beispiel habe ich ja auch versucht, mir einen Zapdos zu holen und die erste Runde, die war auch mega scheiße. Ich wollte ja bloß den Eintrag haben und da war ich in einer Gruppe. Ich habe die Gruppe auch gar nicht gesehen, ist ganz komisch. Das war wieder so ein ganz komisches Gefühl, wo ich der Meinung bin, die waren gar nicht da und haben irgendwie von zu Hause aus gespielt. Aber ist nur meine Theorie, denn erstens waren die verdammt schnell am vereinbarten Ort und ich war alleine dort. Es ist so komisch. Na egal, wir waren auf jeden Fall zu fünft. Und das Ergebnis war das, ich habe 7 Bälle bekommen. 6 davon konnte ich großartige Würfe draus zaubern und ich habe Zapdos nicht gefangen. Aber 2 andere haben Shinies bekommen und eins war sogar ein 100% Shiny. Das ist so dermaßen mies, wo ich mir auch denke, das Spiel will mich hier komplett verarschen. Da ist der Anfangsfrust natürlich sehr hoch, aber es ist genau wie im Verhältnis zum Mewtwo. Es bringt einen nicht um. Ich will keinen Shiny haben, ich will einfach nur einen Zapdos. Und da habe ich am Tag eben noch 2-mal einen Zapdos-Raid gemacht und da war ein 96er mit dabei. Und hey, dann war meine Welt wieder in Ordnung.
Also es sind wirklich nur so ganz, ganz kleine Frustmomente, die gibt es eben hier bei Pokémon auch. Und nehmt das vielleicht nicht so ernst. Runterschlucken, freut euch lieber auf die Zukunft. Es gibt irgendwann neue Pokémon, es gibt neue X-Rays bestimmt. Und dann ist doch auch wieder die Welt völlig okay. Und es ist ja auch jedem selbst überlassen, ob er da wirklich so einen riesen Aufwand betreiben muss, nur um da 25.000 Mewtwo zu haben. Ja, also da zwingt euch ja auch keiner. Das aber nun mal an der Stelle. Ja, dann, ich persönlich finde den Ultra-Bonus extrem gut, denn ich bin auch einer dieser rückkehrenden Spieler, der jetzt sehr aktiv dabei ist, aber trotzdem nicht so akribisch jetzt unbedingt am Tag 30 Raids machen muss. Also ich freue mich, wenn mein Pokédex gefüllt wird und ich freue mich, wenn ich jetzt die Chance habe, alles nochmal zu sammeln. Ich habe einen Arctos, ich habe einen Zapdos, ich habe ein paar Lavados. Leider keine Shinies dabei, aber ist okay. Ich meine, ich freue mich jetzt sogar über eine Despotado, über eine Dragoran, was über 90 IV hat. Ja, hatte ich vorher auch keins, also da bin ich sehr zufrieden. Und jetzt kann ich auch die ganzen Pokémon aus der Generation 1 ebenfalls noch nachschnappen. Also auch da ist die Freude über eine Glurak sehr hoch oder Bisasflor oder so eine Shillok. Beziehungsweise Turtok. Ja, das sind ja die Endentwicklungen und ja, finde ich cool. Und was ich auch cool finde, das habe ich auch gemerkt, ich bin da direkt 22 Uhr rumgelaufen, als der Ultra-Bonus freigeschaltet wurde. Und ich habe 4 Scharnira getroffen. 2 davon konnte ich nicht fangen. Ich weiß nicht, ob ich da die Aufnahmen noch habe. Das erste war ziemlich witzig, weil da habe ich den ersten Ball total verschwendet. Und beim zweiten wollte ich es ganz schlau machen. Habe ich da schön eine silberne Sanana-Beere, glaube ich, reingehauen. Und das Pokémon ist sofort instant geflüchtet. Bitte, was ist da passiert? Das muss ein Netzwerkfehler gewesen sein. Und tatsächlich war es auch an dem Tag so, oder an dem Abend, ich habe diese Meldung eines Netzwerkfehlers auch sehr häufig bekommen. Also da war wohl etwas Netzauslastung. Bisschen schade, aber trotzdem übelst geil, denn ich habe jetzt selbst einen Hytera mit 2500 IV. Das hätte ich mir vorher auch nie träumen lassen, dass ich das jetzt einfach so schnell bekommen kann, weil doch relativ seltene Pokémon in Erscheinung treten. Und das macht dann schon Spaß, auf Shigi-Jagd zu gehen, auf Glumanda-Jagd oder Bisasam. Das ist schon irgendwo cool, wenn die irgendwo angezeigt sind, dann gehst du kurz hin, sammelst die ein. Auch ein Dragonir oder ein Dratini gibt es zu fangen. Das ist cool, ja, also das macht dann schon Spaß, die Pokémon noch einzuheimen, die man vorher eben nicht hatte. Ja, und für all diejenigen, die schon alles eh haben, zu tausendfach und wo die Bonbons im Inventar schon überquillen, ja, für die ist dieses Event natürlich nicht so pralle. Völlig nachvollziehbar. Und dass die dann denken, ja, Niantic, ja, die haben mich betrogen, das ist ja für uns Aktive überhaupt nichts mit dabei. Das kann ich dann schon verstehen, aber, um es mal auch mit den Worten von dem Herrn Schilling zu sagen, lieber irgendein Event als überhaupt gar keins. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst die Ultra-Elite-Spieler bei jedem Pokémon schon ein Shiny haben. Also auch da ist ja irgendwo die Chance gegeben, nochmal ranzuklotzen, dass man vielleicht bei irgendeinem Samstags-Community-Event oder einem Zapdos-Tag vielleicht dann doch kein Shiny bekommen hat, um hier nochmal einen nachzulegen. Also von daher ist es doch alles in Ordnung. Also ich freue mich da auch auf die Zukunft. Die Woche, die wird dann noch schön mitgenommen. Und dann das Video machen wir jetzt auch weiter, denn ich habe es auf die regionalen Pokémon abgesehen. Der Ultra-Bonus ist damit jetzt abgehakt, haben wir mal drüber gesprochen, alles schick. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, denn mein Ziel ist es schon durch die Freundschaftseier. Und zur Erinnerung, es ist so, du kannst dir am Tag 20 Geschenke öffnen. Da haben wir schon das erste Problem. Du brauchst 20 Freunde und diese 20 Freunde, die müssen dir auch jeden Tag die 20 Geschenke schicken. Sonst ist das blöd. Also man kommt gut, wenn man so 40, 50 Freunde hat und dann irgendwie hofft, dass die Hälfte doch sehr aktiv dabei ist. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Dann, ich habe mal gelesen, zu 80% soll wohl auch dann in einem Freundschaftsgeschenk ein Freundschaftsei drin sein. Und wenn das so ist, kann man ja mal hochrechnen. Also bei 8 von 10 kriegst du halt so ein Ei, hast im idealen Fall 16 Eier pro Tag. Und diese 16 Eier pro Tag, eine Woche lang, naja, da könnt ihr euch ja mal hochrechnen, ob da wirklich die Chance so gut ist, dass man da an ein Tauros, an ein Kangama und an ein Porenta kommt. Also, der Herr Schilling hat zwar gesagt, ja, das sollte man hinbekommen, aber ich denke, so einfach ist das nicht. Denn erstens braucht man Brutmaschinen, kostet also auch sehr viel Geld. Dann darf man auch keine Pokestops drehen, wenn man gerade keine Freundschaftseier hat. Ist ja auch blöd.
Da muss man tierisch aufpassen und du brauchst eben die Freunde und das Glück, dass du auch eins dieser Eier bekommst. Und bei mir ist es so, ich habe im ersten Versuch, da habe ich mir 7 Eier geholt, habe die ausgebrütet und da war halt ein Kangama mit dabei. Habe ich mich sehr gefreut. Ich werde wahrscheinlich nebenbei auch die ganzen Ausbrütereien bezeigen. Der zweite Durchlauf, der war sehr ernüchternd. Da habe ich wieder 7 Eier bekommen. Das war, glaube ich, noch am selben Tag. Und da war zwar auch ein Regionales mit dabei, aber ein Pantimos. Warum muss so ein Pantimos sein? Ich freue mich über jedes andere. Selbst wenn ich Kangama noch ein zweites Mal bekomme, wenn das gut war, das kannst du irgendwann auch tauschen. Gegen einen Tauros oder einen Porenta. Also mein Ziel ist schon ganz klar diese Woche, also die Pokédex natürlich auffüllen und die Regionalen bekommen. Und wenn ich das hinbekomme, dann bin ich zufrieden. Und dafür habe ich eine Woche Zeit und das ist eben cool. Und jetzt zum Abschluss machen wir mal Folgendes, denn ich habe mir jetzt noch 9 Freundschaftseier aufgehoben. Die habe ich noch nicht ausgebrütet und die gucken wir uns dann gleich live in der Aufnahme an. Also bis gleich. So sieht meine Eierbox gerade aus. Also die sind kurz vorm Schlüpfen. Wir nutzen die Gelegenheit und nehmen auch direkt mal hier ein bisschen Bonus-Items, denn der Beutel quillt ja sowieso über. Ich habe recht viel davon. Und die werde ich mir auch nicht aufsparen, denn für was auch? Wenn nicht für das Event, für welches dann? Also ich nehme auf jeden Fall hier ein Sternstück. Was nicht funktioniert hat, so wie es aussieht, machen wir es nochmal. Ja, die 200 Meter, die werden ja wohl jetzt in dieser kurzen Zeit nicht abgelaufen werden. Okay, ist für eine halbe Stunde aktiv. Und jetzt muss ich halt in meiner Bude so ein bisschen hin und her laufen. Na, das hat doch gar nicht so lange gedauert. Dann gehen wir auch direkt mal aufs erste Ei und das heißt es Daumen drücken. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Porenta, Porenta, es ist ein Porenta, ich sag's euch. Ach, ein Dickter. Vor allem, wie oft bekommt man das? Und ich sag euch, jetzt wird ein Mauzi kommen. Wir haben hier bei den neuen Eiern bestimmt kein Glück. Ah, es ist ein Porenta! Es ist tatsächlich ein Porenta beim zweiten Ei. Ich bin mega happy. Ich kann die Aufnahme hier direkt beenden. Also egal, was jetzt kommt, das wird mich jetzt nicht mehr frustrieren. Ich habe ein Porenta. Und das Geile ist auch, ich bin auch bereit, das zu tauschen. Mir ist nur der Pokédex-Eintrag wichtig, denn mit dem werde ich sowieso nie kämpfen oder zocken. Ich habe keinen. Ich meine, es ist schön, den irgendwie zu haben. Aber falls irgendjemand einen Tauros hat und ich werde jetzt die ganze nächste Woche kein einziges bekommen, dann würde ich das auf jeden Fall tauschen oder eben einen Kangama. Ach cool, das freut mich. Damit bin ich doch meinem Ziel schon sehr nahe gekommen. Und für all diejenigen, die sich auch wundern, ich habe bestimmt in irgendeiner Aufnahme auch noch diesen IV-Punkt auf dem Bildschirm. Wer sich fragt, was das ist, durch die Information von Kati habe ich mir auch die App geholt, die heißt Kalki IV. Und dieses Kalki IV ist eine App, die mit Pokémon Go doch ganz gut zurechtkommt, zumindest ist es bei Android so. Und durch einen Druck auf diesen roten Button kriegst du sofort angezeigt die IV-Werte deines Pokémons und was es für Attacken kann und was die beste Attackenkombination ist für Angreifer und Verteidiger. Das nimmt so viel Arbeit ab. Ich habe keine Ahnung, ob sowas erlaubt ist, aber warum nicht, oder? Sonst wäre es ja nicht im App Store. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Neuerung. Problem ist nur, ich kann es in der Aufnahme nicht benutzen. Wann immer ich auf diesen Punkt drücke, hört die Aufnahme auf. Also deswegen werdet ihr hier nie sehen, dass ich das in dem Video benutze, leider. Na egal, machen wir mit den Eiern weiter. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen tatsächlich noch mehr als nur eins raus. Ein Kleinstein, aber ist doch kein Problem, ich habe einen Porenta. Oh, ich würde so abfallen, wenn wir jetzt noch einen Tauros kriegen. Dann haben wir echt alle 3 bekommen, die mir noch gefehlt haben. Das wäre einfach ein Traum. Weil, das würde dann auch zukünftig mir die Eierbrutmaschinen sparen. Denn je eher ich alle Regionalen habe, desto mehr brauche ich nicht akribisch darauf warten, dass eben genau das Pokémon kommt, was ich gerne hätte. Also 5 Eier haben wir noch. Und was auch ungewöhnlich ist, wir kriegen unterschiedliche. Okay, die erste Doppelung. Haben wir noch einen Kleinstein 2-mal bekommen. Ich habe auch gar nicht auf die IV-Werte geguckt, vielleicht haben wir Glück und das ist ein Kleinstein, was einen sehr, sehr hohen IV-Wert hat. Das wäre auch okay, denn so ein Geowatz, ein sehr starkes, hätte ich ebenfalls ja gerne. Sandama ist, ja, es ist süß, aber davon habe ich auch schon so viele. Und ich glaube, 2 Eierchen haben wir noch. Es ist noch ein Sandama. Ja,
Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen Glück. Daumen drücken, Daumen drücken. Ach, es ist ein Slimer. Ja. Schade. Damit haben wir es noch nicht. Oh, ich dachte, es wären schon 9. Habe ich eins vergessen? Nochmal ein Kleinstein. Ja, ekelhaft. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir wirklich bei einmal öffnen nur ein regionales mit dabei haben. Also ihr seht schon, man braucht da schon viel Glück, ehe das Richtige kommt. Und das in nur einer Woche zu schaffen, das ist nicht so einfach. Also ich könnte es hinbekommen, aber jetzt habe ich eben das noch größere Problem, dass ich nur noch genau das eine brauche. Ein Tauros. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tauros jetzt demnächst in den nächsten 10 Eiern oder so kommt? Tja, wenn man das wüsste. Aber egal, was macht man jetzt? Jetzt darf man eben keine Pokestops mehr drehen, weil man einfach die Geschenke noch braucht. Man geht auf die Freunde, die man hat. Und dann hofft man, dass irgendwo noch ein paar Geschenke hier rumliegen. Felgi zum Beispiel hat mir noch eins geschickt, das kann ich jetzt öffnen, finde ich gut. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Kriegen wir ein Ei? Natürlich nicht, es ist so geil. Direkt mal keins bekommen. Und das ist auch frustrierend. Da hast du schon Geschenke und du brauchst ja auch den Platz für diese Freundschaftseier, dann kriegst du einfach keins. Haben wir hier Glück? Wir kriegen eine Ananas, einen Pokéball und wieder kein Ei. Wir haben echt viel kein Ei bekommen. Komm schon, Kartelei, du musst bald eingehen, bitte. Eins zumindest. Ey, das kann doch nicht sein, dass von zwei Geschenken kein Ei dabei ist. Oh, na endlich. Immerhin eins. Immerhin eins. Das war's, ja. Also wer auch noch Bock hat, mir Freundschaftsgeschenke zu geben, also ich schaffe es momentan immer, allen ein Geschenk zu geben. Jeden. Und ich habe 30 Stück, aber leider schicken mir 20 keine Geschenke. Es ist so ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht, es gibt zum Beispiel hier auch viele, die sind aktiv, die fangen Pokémon, aber öffnen die Geschenke nicht. Warum? Haben die schon über 20 geöffnet? Das ist so blöd. Also ich kann ja dann diese Leute so gesehen gar nicht gebrauchen. Ich brauche Leute, die mir tatsächlich zu 100% jeden Tag auch ein Geschenk schicken können. Alles andere ist total blöd. Also ich glaube, ich kann hier die Hälfte locker auch raushauen. Und selbst diejenigen, die ich ein Geschenk geschickt habe, weiß ich noch nicht mehr, ob die mir einen zurückgeschickt haben. Das ist ebenfalls so blöd. Also gerade bei diesem Event ist es ärgerlich, wenn du in deiner Freundschaftsliste nicht genügend Freunde hast, die eben dich nicht gut unterstützen, obwohl du das ja auch schaffst. Das ist wirklich sehr frustrierend, ärgert mich enorm. Jetzt habe ich wieder das Problem, ich kann keine Pokestops drehen, weil ich den Platz brauche und ja, ist halt blöd. Aber egal, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Hat sich trotzdem gelohnt, ich habe einen Porenta und einen Kangama. Das ist das Highlight dieser Folge und ich habe auch einen 96er Zapdos. Im Endeffekt waren die letzten Tage dann doch sehr spaßig, auch das Rumziehen hat Laune gemacht und ich freue mich dann auf die nächste Woche. Ui, das war eine lange Folge heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen ruhig nach oben da. Und wer Bock hat, mit mir rumzuziehen, der braucht ja bloß reinschreiben. Ich bin auf jeden Fall in Potsdam unterwegs. Also, René Hauen und tschüss.